Bereits vor anderthalb Jahren wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass im öffentlichen Tierheim von Rovinari besorgniserregende Zustände herrschen. Damals bat mich der Freundeskreis Pronopet, mir ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Vor Ort stellte sich die Situation im Tierheim dann wirklich als mehr als schwierig dar. Das Tierheim war stark überfüllt, es herrschte absoluter Platzmangel und drangvolle Enge. Nicht genügend Hütten waren vorhanden, der bevorstehende Winter stellte ein großes Problem dar. Auch die Futterversorgung war ein Problem, es bestand kein aktueller Impfstatus im gesamten Tierheim. Die ganze Situation schien relativ auswegslos. Bereits bei diesem ersten Besuch bat spontan der Bürgermeister um ein Gespräch. Er bat uns um Mithilfe bei der Lösung des Straßenhundeproblems. Er selbst schilderte die Situation als dramatisch und sprach von Hunderten von Hunden im Stadtgebiet, die kastriert werden müssten. Im Anschluss organisierte man eine Tour um Rovinari, um uns die Stellen zu zeigen, an denen besonders viele Hunde leben. Tatsächlich waren auch wir schockiert von der Masse an Hunden, die sich dort aufhalten. Es handelt sich vor allem um Firmengelände, aber auch um das Gebiet rund um die Thermozentrale, das Kraftwerk der Stadt. Dem Bürgermeister war bewusst, dass nur durch die Kastration dieses immense Problem gelöst werden kann und dass das alleinige Einfangen der Hunde überhaupt nicht zielführend und auch praktisch nicht umsetzbar ist. Gemeinsam mit dem Freundeskreis Pronopet beschlossen wir also, angesichts dieser großen Notlage in Rovinari ein neues Projekt ins Leben zu rufen. Und auch von Tiere in Not Österreich bekamen wir Unterstützung zugesagt. Seitdem haben bereits 4 Kastrationsaktionen stattgefunden. Hier werden natürlich auch die Tierheimhunde kastriert. Es werden privat Hunde und Katzen zur Kastration gebracht, aber der Schwerpunkt liegt auf diesen Firmengeländen, wo sich sehr viele Hunde aufhalten. Hierzu bekommen wir oft Unterstützung von Sabine von Pronopet, die mit ihren Fallen und ihrem Know-how viele der etwas schwierig einzufangenden Hunde schließlich auch zur Kastration bringen können. Viele dieser Hunde, beziehungsweise die meisten, sind nämlich sehr, sehr schlau und wahre Überlebenskünstler. Sie sind grundsätzlich etwas misstrauisch dem Menschen gegenüber und nähern sich nur bis auf 1-2 Meter. Diese Hunde können nur mit List und Tücke eingefangen werden. Bei unserem letzten Besuch wurden wir auf eine sehr große Hundegruppe aufmerksam gemacht, die auf einem verlassenen Gelände zurückgeblieben ist. Diese Hunde mussten auch alle kastriert werden, aber auch eine Lösung für das Futterproblem geschaffen werden. Auch hierbei hat wieder Pronopet eine Lösung gefunden, sodass diese Hunde weiterhin gefüttert werden können. Auch im Tierheim konnten die Zustände langsam verbessert werden. Es konnten viele neue Hütten geliefert werden. Die Futtersituation ist jetzt unter Kontrolle. Alle Hunde im Tierheim werden geimpft und gegen Parasiten behandelt und es wurde ein Adoptionsprogramm ins Leben gerufen. Wir sind der Meinung, dass neben den Kastrationen vor allem auch die Kinder ein wichtiger Ansatzpunkt sind, um auf die Dauer für die Tiere etwas zu verbessern. Hier haben wir die Möglichkeit, spielerisch etwas zu beeinflussen und über einen richtigen Umgang mit Hunden und Katzen zu berichten. So sind wir während unserer Zeit in Rovinari auch stets bemüht, mit den Kindern der wirklich sehr armseligen nachbarschaftlichen Bevölkerung Kontakt zu halten, die sehr großes Interesse an unserem Tun haben und auch wann immer möglich einbezogen werden wollen und helfen wollen. So haben sie während der laufenden Aktion einen kleinen Welpen vor einer Mülltonne gefunden und ihn zu uns gebracht und um Hilfe gebeten. Ich denke, dass auch schon diese kleinen Dinge als Fortschritt zu sehen sind. Ich denke, dass eine derartig große Anzahl von Hunden auf der Straße, wie man sie hier in Rovinari findet, mehr als deutlich macht, dass einzig die Kastrationen hier wirklich etwas auf Dauer zu verändern vermögen. Kein Tierheim wird jemals in der Lage sein, eine solche Masse an Hunden aufzunehmen und artgerecht unterzubringen. Und niemals wird es möglich sein, so viele Hunde in ein neues Zuhause zu vermitteln. Zumal viele dieser Hunde, die seit Jahren auf der Straße leben, sich auch wirklich nicht für ein Leben in der Familie in Deutschland eignen. Mit unseren Kastrationsaktionen können wir sehr effektiv auf die Situation direkt vor Ort einwirken. Jeder hier nicht geborene Wurf an Welpen ist schon als Fortschritt zu sehen und verhindert unendlich viel Leid. Ich hoffe sehr auf Unterstützung aus Ihren Reihen für dieses Projekt, denn vor allem in diesen schwierigen Zeiten der Krise sind wir sehr dringend auf Spenden angewiesen, um dieses Projekt fortsetzen zu können. Ich danke Ihnen vielmals.